uns immer besonders, wenn eine Gesellschaft den Gang an die Börse wagt. Zum einen ist das gut für die Schweizer Volkswirtschaft und es ist auch gut für den Finanzplatz. Es freut mich auch, dass Sie sich für uns entschieden haben und ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Die Geschichte zur Rose ist ja eine spannende Geschichte. Es ist eine Volksgeschichte darüber, was man mit Unternehmergeist, Durchhaltewillen und innovativem Denken erreichen kann. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Firma, alles erdenklich Gute. Es ist tatsächlich ein großer Tag für zur Rose, für Doc Morris und ich darf sagen, auch für mich ganz persönlich ist es ein großer Tag. Aber trotz einem so großen Schritt, wir bleiben, was wir sind. Das Feuer brennt weiter in uns für Aufbruch, für Verbesserung, für Veränderung und für unsere Identität, die wir hochhalten wollen. Was war das Ergebnis dieser 105 Tage? Ein x-fach überzeichnetes Orderbuch, sehr hohe mediale Aufmerksamkeit während und auch nach dem IPO-Prozess und ganz wichtig ein effizienter und zielgerichteter Vorbereitungs- und dann auch Marketingprozess, zu dem alle beigetragen haben. Wir haben eine Story, die doch eigentlich erfolgversprechend ist. Wir sind voller Zuversicht, mit der wir die Zukunft anpacken. Es kann eigentlich nichts schiefgehen.